Scheiße, Leute. Matthias! Aua! Oha! Das ist scharf. Was ist das? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht zu Hause, sondern ich bin bei meinem Freund in Mainz, um genau zu sein. Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses Video hier. Da habe ich Lieferdienste entscheiden lassen, was ich esse. Das mache ich heute auch wieder. Ich habe richtig Bock darauf. Das heißt, ich rufe jetzt einfach das Restaurant an, sage denen, die sollen mir zu einem bestimmten Preis was machen, aber mir nicht sagen was. Und dann gucken wir mal, was hier ankommt. Ich habe mir Restaurants rausgesucht. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Arepas Patimap. Na, eigentlich ist es nicht so schwer. Arepas Patim. Ich kann es nicht. Aretas Patipami. Wow, das war jetzt echt einfach. Das ist ein lateinamerikanisches Restaurant. Ich habe gesehen, dass die echt crazy Zeug haben, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Los geht's. Oh, ich habe so einen Anrufscham, ne? Aber egal. Ich tue das jetzt. Guten Tag. Ich würde gerne was bei Ihnen bestellen. Ja, was hat's? Ist es auch zum Liefern möglich? Also liefern. Dann würde ich das einfach bei Ihnen abholen. Ich habe eine bisschen ungewöhnliche Anfrage. Und zwar können Sie mir einfach irgendwas machen in einem Bestellwert von ungefähr 25 Euro in vegetarisch. Was möchtest du haben? Das sollen Sie aussuchen. Also Sie müssen es mir gar nicht sagen. Alles klar. Gut, super. Dann guck ich. Okay, wann kann ich das ungefähr abholen? 20 Minuten. Okay. Ja, das passt. Alles klar. Bis gleich. Danke, tschüss. Ich muss es abholen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin im Auto und es ist so kacke heiß hier drin. Kann die Klimaanlage bitte ein bisschen schneller angehen, sonst bin ich gleich Öl. Okay, Leute, ich glaube, ich bin da. So sieht's hier aus. Ich habe das Essen. Leute, diese Frau da drin, die war so mega süß. Keine Ahnung, wie es schmecken wird, aber wenn es gut schmeckt, bitte geht da hin. Die war so nett. Das sieht ganz, ganz wild aus. Ich habe gar keinen Plan, was das sein soll. Zurück! Es riecht so unfassbar gut. Also eigentlich riecht es nur wie irgendwas Frittiertes. Aber das ist ja grundsätzlich schon positiv. Wir haben hier erstmal drei Soßen. Sie hat mir gerade gesagt, dass das eine irgendwas mit Philadelphia ist, dann Pico de Gallo und das hier habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber es ist irgendwas Grünes. Dann hat sie mir ein Dessert mitgegeben. Das hier scheint die Hauptspeise zu sein. Und dann ist hier noch irgendwas. Schmeckt die Soße geil. Irgendwas mit Basilikum oder so vielleicht. Aber ich weiß halt nicht, was ich hier gerade esse. Es ist ein Maisfladen. Ich glaube, das ist eine Bowl Vegetariano. Da sind Kochbananen drin und Arepas. Vielleicht ist dieses Ding hier ein Arepas. Was ist das da? Anscheinend ist es übrigens venezuelanisch. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Kochbanane gegessen. Das ist doch keine Kochbanane. Hä? Was ist das? Ich bin absolut verwirrt. Ich glaube, da ist Halloumi-Käse drin. Aber schmeckt gut. Vielleicht ist da ja eine Kochbanane drin und das ist das, was ich meinte. Hä? Da ist auch dieser Käse drin. Das ist genau das gleiche, nur in einer anderen Form. Obwohl, nein, es ist nicht genau das gleiche. Ich glaube, da ist ein Maisfladen drum und das hier ist irgendwas anderes. Also nächstes Mal, wenn ich irgendwo bestelle, muss ich mir auf jeden Fall eine Anleitung zu den Sachen dazugeben lassen, weil ich bin absolut lost und das hilft hier niemandem. Hier sind Kochbananen und jetzt klingelt jemand. Okay. Das ist Lieferando. Okay, das kam jetzt irgendwie schnell. Hier ist auf jeden Fall eine Kochbanane. Das sieht aus wie eine Kochbanane. Das hier sind Pilze. Und eigentlich hasse ich Pilze, aber die schmecken irgendwie. Irgendwie schmeckt das voll besonders. Und echt voll fettig, aber auch richtig gut. Keine Ahnung, was das sein soll. Könnten Yucca-Fries sein. Und als letztes gucken wir uns mal das Dessert an. Das Gute ist, es gibt in dem Laden nur ein einziges Dessert. Das heißt, ich weiß jetzt ausnahmsweise, was es ist. Pastel de Venezuela. Ein traditioneller Ananaskuchen. Es schmeckt gut. Es sieht ein bisschen aus wie Gehirn, aber es schmeckt gut. Egal, wie viel ich davon esse, es schmeckt immer noch nicht nach Ananas, aber es ist lecker. Wie gerade bereits gesagt, ist der Lieferant von dem nächsten Restaurant schon da gewesen. Angeblich sollte das eine Stunde dauern. Das waren jetzt irgendwie 20 Minuten oder so. Ich blende euch das Telefonat, was ich vorhin geführt habe, hier jetzt einfach mal ein. Guten Tag, ich würde gerne was bestellen bei Ihnen. Kann ich bei Ihnen auch liefern lassen oder geht das nur über Lieferando? Danke, tschüss. Das ist eine Pizza. Wie wir wahrscheinlich alle erwartet haben. Aber da ist keine Tomatensauce drauf, sondern irgendwas Grünes. Ich zeig's euch mal vor. Es ist
ist ein Brot mit irgendwas Braunem und Parmesankäse drauf. Oh mein Gott, ein Kuchen! Hä? Da ist einfach Parmesan drin. Wer bestellt denn Parmesanwürfel? Oder gehört das irgendwie zur Pizza? Soll die da drauf? Okay, krass. Man kann da tatsächlich Parmigiano Reggiano 24 DOP einfach kaufen. Für 3 Euro. Das heißt, ich habe jetzt für diese Menge Parmesankäse, oh mein Gott, der durch die Gegend fliegt, 3 Euro ausgegeben. Wer kauft denn einfach so Parmesanwürfel? Das ist crazy. Ah, das ist Olivenpaste. Ich mag keine Oliven. Voll crazy. Ich habe noch nie bei einem Italiener irgendwo gesehen, dass man so Brot mit Oliven drauf bestellen kann. Generell irgendwie ist das alles voll special, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Junge, da ist sehr viel Käse drauf. Also es schmeckt nicht wie Pizza, weil Pizza schmeckt nur wie Pizza, wenn Tomatensoßenuntergrund da ist. Ich gebe 7 von 10. Es wird safe einfach wie ganz normaler Zitronenkuchen schmecken deswegen. Okay, es schmeckt nicht wie normaler Zitronenkuchen. Da ist so eine geile Creme drin, ne? Es schmeckt richtig gut. Der ist so voll juicy und creamy. It's ein Erfolg. Bis auf die fehlende Tomatensauce auf meiner Pizza. Und das hier. Ich verstehe es nicht. Eigentlich ist es cool, dass sie es anbieten, aber irgendwie auch weird. Also auch ein Hit. Irgendwie läuft dieses Video bis jetzt ganz gut. Jemand kam gerade dazu und findet das mit den Parmesanwürfeln sehr toll. Anders als ich. Ich fand es total bescheuert irgendwie. Warum hast du denn gekauft? Naja, es wurde mir einfach geliefert. Ach so, ich hab so. Parmesan ist das allerbeste, was es gibt. Aber 3 Euro für das bisschen. Das gehört die ganze Box gewesen. Nee, ich habe einen da rausgenommen. Schmeckt ja mal schlecht, ich weiß nicht, woher der ist. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Fan. Ein ganz großer Fan, ich liebe es. Ich liebe es. Der Herr mag auch das Olivenbrot. He's crazy. Hi Leute! Oh mein Gott, es ist einfach 4 Tage später und in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Zum Beispiel habe ich mir meinen kompletten Arm verbrannt, weil ich einfach der dümmste Mensch der Welt bin. Wenn ihr wissen wollt, aua! Wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, dann hört euch gerne unsere neue Podcast-Folge an. Da habe ich nämlich die komplette Story erzählt, warum ich einfach ultra dämlich bin. Wir heißen Die Nervigen und uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ich packe euch alles unten in die Infobox, falls ihr Bock habt, vorbeizuhören. Dann tut das sehr gerne. Ich habe mir ein richtig geiles Restaurant rausgesucht. Und zwar nennt sich das Domo. Das ist angeblich ein Sushi-Restaurant, steht hier bei Google. Aber es ist gleichzeitig auch ein Koreaner. Und ich habe so extrem Bock darauf. Das einzige Problem, von dem ich jetzt schon weiß, ist, die liefern nicht. Man kann nur abholen, aber für mein koreanisches Essen tue ich alles. Hallo, ich würde gerne was bei Ihnen zum Abholen bestellen. Jawohl. Können Sie mir einfach irgendwas von Ihrer Karte machen, außer Sushi? Okay. Machen Sie einfach irgendwas, worauf Sie Lust haben. Genau. Die müssen Sie mir auch nicht sagen. Ich bereite mal vor. Wann kann ich das denn abholen? 15 Minuten. Okay, alles klar. Danke. Alles klar. Tschüss. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Danke. Ich bin wieder da und Leute, ich befürchte etwas. Es riecht nach Fleisch. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich nur vegetarisches Essen haben möchte. Aber ich habe jetzt zum Glück Matthias, der das dann testen kann, falls es so ist. Also ich würde sagen, es ist Sojasauce. Hier haben wir Kimchi. Ich glaube, ich habe noch nie frischen Kimchi gegessen. Den einzigen, den ich mal gegessen habe, mochte ich nicht. Okay, scheiße, Leute. Ich glaube, dieses Testing wird nicht von mir stattfinden, sondern einfach nur von Matthias. Ich habe hier nämlich jetzt Chicken Wings. Oh, riecht ein bisschen nach Maggi. Riecht geil. Er hat irgendwas von Maultaschen vorhin gesagt. Ich glaube, das sind frittierte Dumplings. Hoffentlich ohne Fleisch. Scheiße, Leute. Dieser komplette Teil wird einfach von Matthias übernommen. Also es riecht nach Bulgogi. Das ist Rindfleisch mit Bulgogi-Soße und Gemüse. Und hier ist noch Reis. Das heißt, ich kann heute Kimchi testen. Cool. Dumm. Ich habe aus Es ist einfach nur Fleisch. So deswegen bist du jetzt meine Testperson. Good for you, bad for me. Guten Morgen. Also hier sind 2 Vorspeisen. Kannst du das zuerst probieren, weil ich will wissen, ob da Fleisch drin ist? Ja. Und? Lecker. Sieht aus wie Reis. Nimm mal dein Gesicht weg. Leute, könnt ihr erkennen, was da drin ist? Weiß ich nicht. Naja, ich lasse es einfach. Schmeckt's? Schmeckt sehr gut. Ich kann es echt schwierig zu beschreiben. Okay. Kennt ihr diesen Hack? Angeblich soll man die Knochen einfach rausziehen können. Wir probieren das jetzt hier. Was machst du da? Oh. Oh, das ist ein Knochen. Oh. Schmeckt es denn wenigstens? Schmeckt sehr gut. Ich habe irgendwie Angst davor. Ich mag nie Kimchi. Das eine Mal in meinem Leben, wo ich es probiert habe zumindest. Ah! Boah, scharf. Oh. Sieht auch gar nicht scharf aus. Hätte ich mir auch denken können, dass es scharf ist. Ich krieg das jetzt hin. Mm-mm. Ich mag kein Kimchi. Oh mein Gott, ein Lifehack. Vor allen Dingen ist es definitiv kein Lifehack für ein Restaurant. Stell mal vor, du sitzt da so.
Restaurant, nichts esse, Anni, so ein Idiot. Das ist Fleisch, aber mit so Gemüse und Zwiebeln und Glasnudeln. Was? Schmeckt's komisch? Das ist cool. Es erinnert mich ein bisschen an das polnische Essen von der Pflegekraft von meinem Opa. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich weiß nicht, das können die ganzen polnischstämmigen Menschen mal sagen. Ob polnisches Essen gut ist? Ich finde es fast gut. Also wenn ich jetzt zum Asiaten gehen würde, fände ich das ein bisschen komisch, das zu essen, aber an sich. Du bist eher Team Chicken Wings. Mit einem tollen Lifehack. Also den Reis finde ich super, Kimchi mag ich einfach generell nicht. Die sind gut, die sind sehr gut. Nächstes Mal bestelle ich einfach vegetarisch, wenn ich da was bestelle. Dann kann ich auch meinen koreanischen Traum ausleben. Ich habe Hunger. Boah, das war viel. Das ist scharf. Hast du jetzt den Kimchi probiert? Ja, mir recht gut. Ich hab doch wohl gesagt, es ist scharf. Weiter geht's mit einem Restaurant, was ich jetzt rausgesucht habe, was ein vegetarisches Restaurant ist. Das heißt, ich kann gar kein Problem kriegen und ich kann gar nicht zu blöd sein zu sagen, dass es vegetarisch sein soll, weil es gibt nur vegetarische Sachen. Und es sieht richtig geil aus. Das heißt Schrebergarten. Wenn ich Schrebergarten Mainz eingebe, dann kommen halt Schrebergärten. Ich habe es auf Lieferando gerade gefunden. Ich glaube, das haben sie sich anders vorgestellt, als sie sich den Namen ausgedacht hatten. Das ist ein Kumpir-Restaurant. Ich habe in meinem Leben noch nie Kumpir gegessen. Das ist einfach Kartoffel mit ganz vielen Sachen drin. Klingt erstmal unspannend, aber es sieht voll geil aus. Deswegen würde ich es unbedingt ausprobieren. Also ich meine, ich hoffe, ich kriege überhaupt Kumpir. Ich weiß ja nicht, was ich bekomme. Willkommen bei O2. Cool, das war die Mailbox. Hallo. Willkommen bei... Hä? Okay, ich warte einfach ein bisschen, dann rufe ich da gleich nochmal an. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, ich versuche es jetzt nochmal. Das klingt auf jeden Fall schon mal anders. Ich würde gerne was bestellen. Könnt ihr auch selbst liefern oder geht das nur über Lieferando? Nee, nur über Lieferando. Ja, dann hole ich es ab. Könnt ihr mir einfach irgendwas machen? Ich würde eine Kartoffel nehmen und dann noch ein anderes Gericht. Da könnt ihr aber einfach drauf machen, was ihr wollt. Okay, alles klar. Dann machen wir das. Danke, ciao. Da wer gefahren wird. On the road to the Laden. MG. Ja, so krass. Es ist wieder soweit. Ich bin zurück und ich habe eine Kartoffel und irgendwas anderes. Und ich mache das jetzt mal auf. Es sieht schon aus, als wäre es orange und lila. Oh, das sieht voll schön aus. Ich sehe auf jeden Fall Walnüsse. Hier sind Karotten und ich glaube, da sind Linsen bei. Und Rotkraut. Und jetzt schaue ich mal, was sich hier drin befindet, weil das finde ich irgendwie wesentlich interessanter. Weil da weiß ich halbwegs, was es ist. Hier weiß ich gar nichts. It's a wrap! Riecht wie so ein Büros-Pita oder so. Ich hole mal einen Teller und dann schneiden wir das mal auf. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Nein! Da ist echt Tzatziki drin. Okay. Das sieht irgendwie sehr bohnenlastig aus und das eine sieht aus wie Fleisch. Aber es ist ein vegetarisches Restaurant, deswegen kann es kein Fleisch sein. Meine Kartoffel. Da! Ein Löffel voll Kartoffel. Schmeckt sehr gesund. Ich weiß nicht, was das für eine Soße ist. Ich glaube, das ist irgendwie so Curryzeug. Doch, es schmeckt gut. Ich mag's. Glaube aber, hätte ich mir meine Toppings selber ausgesucht, hätte ich alles genommen, außer die Sachen, die da drauf sind. Weil ich stehe nicht so auf Linsen. Da sind viele Linsen. Und auch nicht auf Karottensalat. Da ist viel Karottensalat. Und diese Soße hätte ich, glaube ich, auch nicht ausgewählt. Aber es schmeckt richtig gut. Linsensalat, Möhrensalat, Rotkraut, Mango-Erdnuss-Currysoße und Rosmarinwalnüsse. Okay, das, ja. Gut, dann habe ich alles erschmeckt, was da drauf ist. Okay, komplett ehrlich gesagt finde ich es irgendwie... Ich würde es mir niemals bestellen. Ich mag es auch echt nicht. Scheiße, Mann. Ich mag es gar nicht. Es ist mir viel zu gesund. Ich will nicht nur Gemüse. Aber die waren echt nett. Und ich glaube, die haben es gut gemeint mit der veganen Kartoffel. Aber vielleicht ist der Wrap besser. Der Wrap hier ist der Zorbas Wrap. Da drin ist Tzatziki, Soja-Gyros, Gyros, Feta, Rucola, rote Zwiebeln, grüne Bohnen, Jalapenos. Also wahrscheinlich optional Jalapenos. Ich sehe hier jetzt keine. Ich sehe nur sehr viele grüne Bohnen. Das schmeckt gut. Es schmeckt viel besser als die Kartoffel. Oha, das ist geil. Es sind viel zu viele grüne Bohnen, aber an sich sind selbst die grünen Bohnen geil. Und da ist definitiv keine Jalapeno bei. Also das ist für mich auf jeden Fall ein wesentlich größerer Erfolg als das.
Aber ich glaube, es liegt auch nur an den Toppings und vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so gerne Kartoffeln mag. Hätte ich vielleicht vorher dazu sagen sollen. Und dass ich unbedingt eine Kartoffel haben wollte. Egal, das hier ist Bombe. Das kann dann Matthias essen. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dieses Video war ein komplett voller Erfolg. Außer die Pause zwischen meinen zwei Tagen, die war offensichtlich kein voller Erfolg. Mein Arm brennt nämlich immer noch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr fandet, sah am geilsten aus. Ich glaube, ich fand echt dieses Venezuelanische am besten. Das mit den Bananen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ich weiß, es ist ein bisschen lost dieses Mal. Es tut mir sehr leid, aber ich bin einfach lost. Und damit müssen wir alle klarkommen. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall sehr gerne beim Podcast vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt. Alle Links sind unten in der Infobox. Hier kommt ihr noch zu meinen beiden letzten Videos. Da könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und ich esse jetzt meinen kaputten Wrap weiter.